herzlich willkommen zu meinem Team. Das erste letzte Mal in der ersten Demo. Viel Spaß und gute Unterhaltung.
emotionales Spiel mit einem letztlich, glaube ich, auch verdienten Sieger. Also ich glaube, da war für beide Seiten auch viel drin. Der Gegner war super eklig im positivsten Sinne, weil sie einfach ein Talent dafür haben, die gegnerischen Mannschaften, vor allem wenn sie vielleicht auf dem Papier ein Stück weit stärker besetzt sind individuell, haben sie ein Talent dafür, den Gegner so ein Stück weit runterzuziehen. Eine sehr emotionale Spielweise, sehr griffig in den Zweikämpfen. Und da mussten wir einfach gegenhalten. Das hat die Mannschaft, denke ich, auch von Anfang an gut gemacht. Haben uns dann mit dem 1-0 belohnt, auch in der schweren Phase, wo der Gegner mit zwei, drei Großchancen noch aufwartet. Trotzdem dann mit dem 1-0 natürlich ein bisschen einfacher, das Spiel zu gestalten. Gegner macht dann natürlich auch immer noch dieses schwierige Spiel, dass du viele lange Bälle verteidigen musst. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit mussten wir so ein bisschen den Mix finden, auch mutig zu wechseln, Spieler zu schonen für die Liga. Mit André Bugler, Lars Bleker beispielsweise, den beiden Außenstürmern. Da mussten wir auch mal mutig sein, aber die Jungs haben es wirklich top gemacht. Choro kam rein, Kohei hat super gemacht, da waren viele wichtige Minuten dabei. Dario Gerling, auch wenn es nur 6-7 Minuten waren, super gekämpft. Alles in allem eine geile Mannschaftsleistung, finde ich. Und wieder mal Werbung, glaube ich, für richtig guten Fußball in Bocholt.